Hallo und herzlich willkommen hier zurück mit Real Madrid. Heute geht's gegen AC Mailand. Ja, wir haben ja drei unentschiedene Folge jetzt hinter uns und das letzte Spiel war wirklich ärgerlich. Da ärgere ich mich auch immer noch drüber. Wirklich. Mann, war das ein Mist. Das war wirklich ein Mist. Aber was soll's. Es läuft halt, wie es läuft. Oder es läuft halt nicht. Antonini, Maxes, De Jong. Ja, ein bisschen Ausfälle, ne? Aber dafür haben wir immer noch ein sehr, sehr starkes Team. Zwei Siege, eine Niederlage. Also fast jedes Team, gegen das ich Spiel hatte in den letzten drei Spielen, Barcelona dabei und gegen Barcelona verloren. Habe ich irgendwie eine falsche Tasten? Ich weiß es nicht. So, ich mache eine Flanke. Schauen wir mal. Fair Play übrigens, ne? Das war ein klassischer Fall vom Fair Play-Anstoß. Was läuft ja richtig gut hier. 1,5 Minuten gespielt und unser Team ist richtig verunsichert. Na klar, wegen dem Spiel einfach, ne? Salo unterläuft den Ball. Tja. Pazzini macht das 1:0. Gegen richtig schlecht aufgestellte Real-Lesen. Ist so real hier. Und Casillas auch auf halber Höhe. Kriegt den Ball, der direkt auf ihn kommt, nicht. Tjo. Jawohl! Cristiano Ronaldo, 8. Minute, Antwort! El Torero! Endlich mal! Was heißt endlich mal? Die Tore, daran lag es ja in den letzten Spielen auch nicht. Das Halten, vielleicht in Führung gehen und Ergebnis halten, das ist das Problem. Schön durchgesetzt. Schade. Boah, Alter, was ist das denn für ein Pass? Trotzdem kann ich den Ball nicht behaupten, ne? Komisch. War natürlich auch eine brutale Grätsche eben. Gelbe Karte für Pepe. Gelbe Karte für Albiol. So, der kommt in die Mitte, oder? Keiner, obwohl ich schon die Offensive habe.
alles gut, sagt der Schiri. Wie nimmst du den denn an? Lass ihn doch einfach an dir vorbeirollen, ey. Schade. 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 Schön. Tja. Ich bin natürlich nicht so ganz schwach hier, die Jungs. Hey! Er ist doch ein klarer Schubser. Schön gesehen, ey. Alter, wie macht man den da noch nicht rein, ey? Ey, wie kann man den verschießen, Mann? Wie kann man den verschießen? Nein! Mann! War eine dicke Chance. Ah, Mann! Ist nicht dein Ernst. Ja. Da springt er da mal eben vorbei, ey. Das Ding kommt direkt auf ihn zu. Und er springt mal eben vorbei. Er schraubt sich hoch. Oh, also manchmal ist das alles hier eine Horror Picture Show, ey. Rocky Horror Picture Show. Ah, kommen sie zu lang, sollen sie lang kommen, kommen sie zu kurz. Jawohl. So, es könnte jetzt auch mal wieder ein bisschen besser für uns laufen, finde ich. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber könnte mal wieder eine Chance gebrauchen. Schade. Mann, Mann, Mann. 1:1 zur Pause. Wieder so ein Unentschieden hier. Also 4 Unentschieden in Folge, das wäre schon ein bisschen frustrierend so langsam. Weil es bringt uns ja auch nicht so wirklich weiter. Mal einen gescheiten Dreier oder so. Das wird mal ein bisschen Auftrieb geben. Schön, Pepe, komm. Ah, Mann, ey. Ja. Ist doch
doch wohl ein Witz, ey. Er reißt mir die Beine weg. Ja, super. Boah. Also, ja, ich sah da nichts zu. Nein, wieso? Oh, Raúl Albiol ist verletzt. Da habe ich natürlich auch nicht so ganz drauf geachtet. Schade, aber obwohl, der war ja auch noch ganz gut drauf, ne? Linker Innenverteidiger habe ich natürlich nicht mit. Linksverteidigung. Cuadrado. Ist eigentlich auch von der Pusse noch ganz gut alles hier. Vielleicht Modric ist heute nicht ganz so stark. Vielleicht sollte ich jetzt mal Özil bringen. Oder Higuain. Ich glaube, ich versuche es mal mit Özil. Schade, Raúl Albiol. Hat sich da geknackst. Er hat sich da geknackst. Die auch wieder, ne? Oh, schießt die Pille weg. Geht da noch was? Geht da endlich mal wieder ein Dreier? Für uns! Ich dachte, du läufst. Cristiano Ronaldo. Boah. Nee. Oh, das war's. Alexandre Pato. Wahnsinn. Weltklasse. Den Ball habe ich schon drin gesehen. Normalerweise muss so ein Ding ja auch sitzen, ey. Wahnsinn! Weltklasse! Super, Marcelo hat den Ball hier richtig unter Kontrolle, ich sehe schon. Viel zu weit weg. Oh, das hin. Ah, Mann. Mann, ey. Komm schon, da geht doch noch was. Oh, viel zu weit. Was ist denn das? Nein. Super. Mann, ey. Was? Was? Ich war gerade so. Warum läufst du weg? Ah!
80. Minute. Oh, kommt schon, Mann. Nein, wieso bremst er dann ab? Sammy Khedira! Sammy Khedira! Oh, Nedo! Nedo! In der 85. Minute! Ganz dicke Chance! Ei, ei, ei! Boah, war das knapp! Da hat wirklich nicht viel gefehlt! Handspiel! Alles auf hier, komm schon. Nein, fuck, ey. Oh, nee. Nein, nein, nein. Ich glaub es nicht. Oh, Sammy Khedira hat die Führung auf dem Fuß. Und was ist, wir kriegen in der 90. Minute das Gegentor. Oh, also ultra verkackt, ultra verkackt. CR7 kann ja auch nichts mehr ausrichten, glaube ich. Ey, Alter! Oh, nee. Nee, du. In der 90. Minute, ey. Cassias am Boden zerstört. Verständlich. Ja, Pato müsste mal die Hand schütteln. Ne? Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat die 100%ig auf dem Fuß und... Oh nein, ey. Oh, könnte ich mir einen Arsch beißen. Nein, nein, nein. Das darf doch nicht sein. Ne? Das darf doch einfach nicht sein. Da hat Khedira das Ding auf dem Fuß, ey. Und dann Innenpfosten raus. Innenpfosten raus. Ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bittere Niederlage. Wir werden hier wirklich nach unten durchgereicht. 13. Platz. Ah, Mann, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich gewesen. Oh, Mann, Mann, Mann. Wir haben schon die nächsten Römer. Lazio. Nein, nein, nein. Das war wirklich ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Khedira hatte den Führungstreffer auf dem Fuß und dann geht er gegen den Innenpfosten und hinaus. Ärgerlich. Und dann fahren wir unseren Konter ein und kriegen dann das Gegentor. Eieiei, wie ärgerlich. Echt, wie ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Mann! Es läuft einfach nicht. Es läuft nicht rund. Es läuft nicht rund. Und das ist Profi. Ja, also ihr wolltet noch hier auf Legende hören. Oh. Mann! 13. Platz. Lazio Rom auf Platz 17. Unser nächster Gegner. Oh Mann, das ist ja so ärgerlich, ne? Das ist ja so ärgerlich. Oh, wie schade. Schade, schade, schade. Aber schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht habt ihr genauso mitgefiebert wie ich. Das war eine ganz, ganz dicke Partie. Mann, Mann, Mann.
Schade, hat am Ende dann gar nicht mehr gereicht. Hat dann nur noch eine Niederlage gegeben. Er hätte natürlich gerne noch einen Punkt mitgenommen. So wie die letzten drei Spiele. Ah, Mann, ärgerlich. Da werde ich mich jetzt bestimmt noch den ganzen Abend drüber ärgern. Mann, Mann, Mann. Schade, schade. Real Madrid, Cristiano Ronaldo zum Spieler des Monats ernannt. Ja, schade. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen. Schreibt eure Reaktionen, eure Gefühle gerne in die Kommentare. Leidet ihr mit mir? Ach, was weiß ich, ey. Habt ihr mit mir gelitten? Oder wie war eure Reaktion? Schade. Das hat mich echt überrascht. Also, ich hätte gedacht, das Spiel gewinnen wir. Wir waren echt am Drücker, aber hat nicht sollen sein. Was soll's. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Macht es gut.